Ich war immer ein neugieriger Mensch, wollte wissen, was ist hinterm Berg, was kommt ums Eck. Das hat eben Spaß gemacht. Das Unternehmen ist mehr ein Hobby, eine fröhliche Sache, nicht wahr? So ist das Unternehmen halt zu der heutigen Größe herangewachsen. Zu einem Weltunternehmen. Hätte ihm das allerdings in den Anfangsjahren jemand gesagt, hätte Reinhold Würth das nicht geglaubt. Ja, du bist nicht ganz normal. Als mein Vater gestorben war 1954, hatten wir ja gerade 2 Mitarbeiter. Und ich musste als Ernährer der Familie sozusagen dafür sorgen, dass die Familie, die aus meiner Mutter und meinem kleinen Bruder und mir bestand, leben konnte. Also insofern habe ich nie daran gedacht, dass das Unternehmen mal 77.000 Mitarbeiter haben würde und eben irgendwie 13 Milliarden Euro Jahresumsatz produziert. Und doch, er hat es geschafft. Mit viel Spaß, mit viel Arbeit und mit einer klaren Haltung. Wissen Sie, die Welt ist voll von Wissensriesen, aber auch voll von Realisierungszwergen. Das heißt für mich, die Leute, die Menschen wissen eigentlich im Grund alle, wie es geht. Aber damit ist es nicht getan. Wenn sie dann mit der Bierflasche vor dem Fernsehapparat sitzen, dann ändert sich überhaupt nichts. Deswegen ist eigentlich meine Erkenntnis, solche Entwicklungen, wie wir sie genommen haben, gehen nur, wenn man auch tatsächlich die Ärmel hinterkrempelt und ununterbrochen das Unternehmen führt, weiterentwickelt und eben immer wieder die Frage stellt, geht das auch noch? Kann man dieses Ziel auch noch erreichen? Natürlich ist Wachstum nicht unendlich möglich. Das weiß Reinhold Würth auch. Und da wird er ein bisschen philosophisch. Jedes Ding hat seine Zeit. Die Zeit des Werdens, die Zeit des Seins und die Zeit des Vergehens. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und mir ist klar, dass wenn wir in dem Tempo weiter wachsen würden, also so um 10% pro Jahr etwa, dann würde uns in einigen Dekaden die ganze Welt gehören, weil das ja immer größere absolute Zahlen werden. Deswegen ist mein Anliegen, das Unternehmen immer in der Jugendlichkeit zu halten, damit es mir nicht in die Routine der Langeweile abdriftet. Langeweile, die Gefahr besteht bei Würth allerdings nicht. Das nächste Ziel ist längst gesteckt. Ab 2019 wird in Künzelsau ein großes Innovationszentrum gebaut. Wir werden dort zusammenarbeiten mit 3 Universitäten, die dann extra Räumlichkeiten haben, die sie hier in Künzelsau bespielen, wo wir dann kurze Wege haben, um das universitäre Wissen in die Praxis zu übertragen. Ich glaube, auf dem Weg werden wir sehr schön weiterkommen und uns vom Wettbewerb absetzen können. Geschäftlich gewachsen ist Reinhold Würth sein Leben lang. Und persönlich? Im Moment wachse ich wie der Kuhschwanz in den Boden rein. Ich werde ja immer kleiner. Aber höchstens ein bisschen. Bis heute ist Reinhold Würth überall aktiv. Sammelt Kunst, liebt Musik, engagiert sich sozial. Ich lese sehr viel, soweit es meine Zeit erlaubt. Und versuche mich auf dem Laufenden zu halten, ob das nun Politik ist oder Wissenschaft ist oder auch Belletristik. Ja, mit der Zeit sammelt sich eben ein gewisses Know-how an, wo auch meine Familie ab und zu mal staunt, wenn sie mich fragen, was der Alte alles weiß. Was er alles weiß und was er alles geschafft hat in seinem Leben. Ich würde schon lügen, wenn ich sagen würde, das bedeutet mir überhaupt nichts. Also klar, aber verbunden mit einer gewissen Bescheidenheit. Ich bin mir im Klaren, dass ich selbst und alleine das nicht hätte schaffen können. Also ich bin da diesen 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, was die zusammen mit mir geschafft haben. Auf der anderen Seite
kann man natürlich auch die Frage stellen, was wäre denn geworden, wenn du, Würth, nicht da gewesen wärst? Ob dann die Entwicklung heute so weit wäre, das weiß ich nicht, das kann man nicht sagen. Aber jedenfalls, ich freue mich, wenn ich hier auf den Campus fahre und schaue auch, dass alles in Ordnung ist, dass die Hecken geschnitten sind. Und wenn Papierschnitzel rumfahren, hebe ich die auf. Also es muss alles sauber bleiben. Und alles muss weiter wachsen, damit die Zeit des Werdens bei Würth noch lange andauert. Sehr lange.